Leute, ich verstehe nicht, wieso sie nicht in Lunas Zimmer war. Das verstehe ich auch nicht. Ich glaube, du hast dich im Spiegel geirrt. Nein, Delphi, ich sag dir schon, Spiegel sind meine Spezialität. Da kenne ich mich aus. Und was ist, wenn Felicity uns gehört hat und abgehauen ist? Wieso denn? Will sie uns nicht kennenlernen? Ich weiß nicht, aber vielleicht können wir rausfinden, wo sie hingegangen ist. Das ist doch seltsam. Bist du dir ganz sicher? Ja, Delphi, ich bin mir sicher. Aber ich kann mir nicht erklären, wovon wieso... redet ihr? Von Felicity. Anscheinend war sie auf der Party. Was? Hier auf meiner Party? Woher wusste sie davon? Habt ihr das Event irgendwo veröffentlicht? Nein, ich verstehe nicht, wie sie es auf die Party geschafft hat, ohne erkannt zu werden. Wie willst du sie erkennen? Niemand weiß, wer sie ist. Matteo und Gaston haben sie per Webcam gesehen, vergessen? Wir sollten ein Foto machen, um diesen tollen Augenblick festzuhalten und allen in der Schule und im Roller zu zeigen, wie glücklich wir sind. Okay. Gaston, hast du Neuigkeiten zu Felicity? Ich? Nein, wieso? Nur weil Felicity und Roller Track ein Date hatten, oder etwa nicht? Seid ihr zusammen auf die Party gekommen? Nein. Wie hat sie es dann geschafft? Und du weißt wirklich nicht, wo sie ist? Nein, ich hab doch schon Nein gesagt. Ich hab dich gesucht. Kommt's mir nur so vor, oder wurdest du interviewt? Nein, das war kein Interview, das war ein Verhör. Und, hast du Felicity getroffen? Na sag schon, du hast es geschafft, oder? Ich werde es dir schon noch erzählen, aber hier kann uns jeder hören. Ich habe sie getroffen, aber nicht gesehen. Das verstehe ich nicht. Das ist auch schwer zu verstehen, lass mich's erklären. Sie war ein bisschen verängstigt, also habe ich mir, um sie nicht zu verunsichern, die Augen verbunden. Dann haben wir zusammen getanzt. Sowas habe ich noch nie gefühlt. Ich glaube, Felicity fasziniert dich wirklich sehr, aber nicht genug, um Nina zu vergessen, oder? Bist du immer noch hin und her gerissen? Ich weiß nicht, was zwischen Nina und mir ist. Wenn ich sie sehe, merke ich, dass ich sehr viel für sie empfinde, aber mir gefällt Felicity.